Sieht gut aus. Wir haben ihn ja heute schon mehrfach in Action gesehen. Der Mann hat schon den Wohnwagen zerquetscht heute und ansonsten auch ein paar Runden mit Speed über die Piste gedreht. Ich muss ihm nachher den Spiegel reparieren, das kommt da nicht mehr, das weiß ich. Aber wir haben gerade mal gesehen, wie kurz der Bremsweg bei so einem Kettenfahrzeug ist. Sollte man heute nochmal die Verlegenheit kommen und vor sich ein Kettenfahrzeug haben. Leute, lasst riesengroßen Abstand. Ihr seht, Bremsweg ist gleich null. Ihr wippt nur mal hoch, tippt anschließend wieder drunter und euer Auto ist tiefer gelegt bis zum Ziel.